Sie kommen, um zu löschen. Im Eiltempo retten sie Tiere und Menschen, wenn es lebensgefährlich wird. Die Männer der Berufsfeuerwehr Leipzig, Feuerwehrwache West. 18 Männer sind hier in jeder 24-Stunden-Schicht im Einsatz. Immer mittendrin ihr Chef, Brandoberinspektor Robert Kühne. Also ich bin bei der Feuerwehr, weil ich schon seit Kindesbeinen auf von der Feuerwehr begeistert war. Damals in der Freiwilligen Feuerwehr angefangen, nach dem Studium. Zwar nicht erst bei der Feuerwehr gewesen, aber dann festgestellt, dass mir was im Leben vielleicht was fehlen würde, wenn ich nicht zur Feuerwehr gegangen wäre. Robert Kühne ist jetzt seit 8 Jahren dabei. Als Brandoberinspektor leitet er die größeren Einsätze im Leipziger Stadtgebiet. So wie diesen, bei dem gleich mehrere Wagen ausrücken müssen. Ja, also gemeldet ist eine Rauchentwicklung aus einem Küchenfenster im Erdgeschoss. Und der Mieter meldet sich nicht und dahin rücken wir jetzt aus. Der 34-Jährige ist für die Koordination der Mannschaft verantwortlich. Er versucht, sich vor Ort schnellstens einen Überblick zu verschaffen. Sie haben angerufen? Ja. Robert hofft nun, von den Nachbarn mehr Informationen zum Mieter zu bekommen. Okay. Weil wir haben schon mehrmals geklingelt jetzt. Okay. Keiner auf. Alles klar. Gut. Lenser, wir haben erdgeschossig, Wohnungstür links. Ja. Einen Schlüssel haben Sie nicht, ja? Zufällig. Okay. Ihr guckt mal hier drinnen, wie er die Tür schon aufmachen kann. Ich gehe noch mal hinten gucken und dann. Ja, eine Fisselung, nichts. Nee, Rauch hinten auf jeden Fall aus der Wohnung raus. Okay. Ja? Gucken wir mal, Verteiler vor die Tür, Schlauchpaket vorbereiten. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Weißer Rauch quillt vom Balkon. Für die erfahrenen Feuerwehrmänner ist nun klar, dass in der Wohnung zwar kein offenes Feuer ausgebrochen ist, aber irgendetwas scheint drinnen zu kokeln. Dabei entsteht gefährliches Rauchgas. Da bis zu dem Zeitpunkt noch niemand weiß, ob sich Menschen in der Wohnung befinden, ist Eile geboten. Die Tür muss auf, egal wie, denn eine Rauchgasvergiftung kann tödlich enden. Und dann tatsächlich, ein ziemlich verschlafener Mann kommt aus der Wohnung. Er wird noch vor Ort wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Zugführer Robert Kühne inspiziert die Wohnung und kontrolliert, ob die Rauchquelle auch wirklich gelöscht ist. Also die Gefahr hier war dabei, dass quasi der Mieter geschlafen hat. Er hat vergessen, das Essen vom Herd zu nehmen. Dabei kam es zu einer Rauchentwicklung hier in der Wohnung. Und durch die fehlenden Rauchmelder konnte er nicht rechtzeitig gewarnt werden. Hatte zum Glück Nachbarn, die es mitbekommen haben und uns alarmiert haben. Solche Einsätze gehören zum Alltag der Berufsfeuerwehr. Damit die Männer auch in der größten Hektik und Gefahr ruhig bleiben, trainieren sie regelmäßig. Robert lässt einen Brand auf dem Gelände der Feuerwehrwache simulieren. Die Aufgabe heute, in einem verqualmten Raum hilflose Personen aufspüren und retten. Robert setzt als Rauchersatz Disco-Nebel ein. Die Sichtweite ist fast bei null. Nur mit ihrem Tastsinn finden sie die verletzte Person. In diesem Fall eine 75 Kilo schwere spezielle Trainingspuppe, an der auch gleich die erste Hilfe geübt werden kann. Ja, unser Job ist, ist mit vielen Gefahren behaftet. Deswegen versuchen wir auch regelmäßig und viel Ausbildung zu machen, damit wir uns eben auf die Situation weitestgehend vorbereiten können. Aber letzten Endes können wir nicht alles, wir können in ein Gebäude nicht reinsehen. Wir wissen nicht, ob dort eine Gasflasche drin steht. Wir wissen nicht, ob eine Acetylenflasche drin steht, wo eventuell schon defekte Stromleitungen sind oder was für andere Gefahren uns erwarten. Die Kameraden haben nun die Chance, sich auf der Wache ein paar Stunden auszuruhen. Die Nachtschicht beginnt, doch an viel Schlaf ist nicht zu denken. Nachts um 2 kommt der nächste Alarm. Wir fahren jetzt zu einer Erkundung zur Oper in Leipzig. Dort wird angeblich in einem Teich, der dahinter liegt, ein unklares Fischsterben vorliegen. Und wir prüfen jetzt erstmal ab, ob das ein Fall für die Feuerwehr ist oder ob da überhaupt was zu sehen ist. Das Fischsterben könnte durch Chemikalien oder Gift ausgelöst worden sein. Die Feuerwehr müsste dann, um die Tiere zu retten, den Teich auspumpen und mit Frischwasser auffüllen. Vorher aber muss Robert erstmal tote Fische finden. Na, wir gehen jetzt erstmal dem Hinweis nach, den der Anrufer uns vorgetragen hat, dass wir quasi hier einen Fischsterben haben oder vorliegen haben. Und das suchen wir jetzt erstmal ab. Und vielleicht finden wir auch den Anrufer, der sich vielleicht am Teich behält, auf der anderen Seite. Von toten Fischen und Anrufern ist hier nichts zu sehen. Ein unnatürliches Fischsterben würde bei dem kleinen Teich auch sofort auffallen. Ja, es kann schon durchaus sein, dass man eventuell auch Fake-Anrufer hat, die quasi die Feuerwehr manchmal auf die Probe stellen wollen. Und nicht nur die Feuerwehr, auch die Polizei ist vor Ort, um nachzuschauen. Dann bekommt Robert aus der Leitstelle einen Hinweis. Ja, also hat sich kurz aufgeklärt, und zwar die Anruferin
hat das über Facebook erfahren und daraufhin die Feuerwehr angerufen und das uns kundgetan. Von daher ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben Besseres zu tun, außer uns mit so einem Unsinn zu beschäftigen. Die Feuerwehr prüft nun, ob sie der Anruferin 200 bis 250 Euro für den Einsatz in Rechnung stellt. Für Robert gibt es um 5 Uhr morgens den nächsten Alarm. Alle Gerätewagen plus Einsatzführung und Drehleiter rücken aus. Auf einem Gebrauchtwagenplatz ist ein Feuer ausgebrochen. Robert organisiert den Einsatz. Pass auf, wenn ihr zweites Rohr auf die, beziehungsweise ihr hier vorne, ihr hier zweites Rohr hier vorne, die anderen ziehen gerade nach hinten, zügig zweites Rohr in Angriff nehmen. Das oberste Ziel ist das Übergreifen des Feuers auf die parkenden Autos und das Nachbargebäude zu verhindern. Also für uns bestehen jetzt momentan Gefahren in dem Bereich. Kfz-Werkstätten werden in der Regel mit Propangas beheizt, dass wir eventuell dort noch Propangasflaschen oder Ähnliches drin haben. Mehrere Teams löschen gleichzeitig von verschiedenen Seiten. Alle haben bereits 23 Stunden Schicht in den Knochen. Trotzdem arbeiten die Männer hochkonzentriert. Um 6:30 Uhr morgens ist das Feuer fast gelöscht. Nur noch wenige Brandnester sind vorhanden und die sind im Rauch kaum auszumachen. Um sie zu finden, setzt die Feuerwehr Hightech ein. Genau, du hast jetzt eine Wärmetemperatur, der zeigt dir an, wie warm es halt ist. Da hinten siehst du unsere Kollegen praktisch jetzt durch den Rauch durch, dass sich da hinten bewerben. Hier oben siehst du, was hier oben noch so rot ist. Da haben wir noch wärmere Stellen, so unter 100 Grad. Ja, wie gesagt, wir versuchen jetzt noch abzugucken, ob wir noch irgendwo Brandnester oder sowas finden. Die letzten Brandnester werden gelöscht. Dabei macht ein Kollege eine gefährliche Entdeckung. Im brennenden Gebäude waren 2 Propangasflaschen. Eine Explosion hätte verheerende Folgen gehabt, auch für die Einsatzkräfte. Dank ihrer Erfahrung und einer großen Portion Glück ist niemand bei dem Einsatz zu Schaden gekommen. Also mit dem Einsatz bin ich bisher sehr zufrieden. Kollegen haben zügig und kontrolliert gearbeitet. Feuer hatten wir nach ca. 15 Minuten unter Kontrolle. Und jetzt sind wir dabei, die restlichen Arbeiten durchzuführen. Um 7 Uhr morgens, also nach 24 Stunden Arbeitszeit, endet damit für Robert und sein Team der Dienst. Die Kameraden der nächsten Schicht stehen schon auf der Feuerwehrwache West für die nächste Runde bereit.